Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu Ultimate Fishing Simulator 2. Wir sind hier in der Slowakei und ich zeige euch mal, wo wir hier am besten spawnen. Wir gehen einfach mal hier rauf. Okay, man sieht den Spawnpunkt nicht. Sehr schön. Gehen wir hier ein bisschen. Guck mal, ob wir die Karte hier. Ich guck mal gerade, ob man jetzt. Irgendwas ist hier gerade ein bisschen buggy. Komischerweise. Geh mal zum Ufer. Also entweder ist hier die Route kaputt. Schmeiß da nochmal aus. Ich hole mal nochmal rein. So, ich guck mal, ob wir jetzt... Jetzt sehen wir die 3. Genau, hier, also bei der 3. Ihr spawnt nämlich eigentlich hier oben bei der 1. Aber ihr geht zur 3 mit folgender Ausrüstung. Immer noch mit der Startroute. Mit der Barracuda, diese 4,5 Kilo Rolle. Mono Dark Schnur. Also mit der Mono Dark habe ich auch am besten jetzt gefangen. 4,8 Kilo. Ist quasi auch das Start-Equipment hier, wenn ihr Level 7 seid, kommt ihr somit hier hin. Leader 5 Kilo habe ich jetzt hier immer noch drauf, immer noch das Startding. Und ganz wichtig, der Sakura Gemibug 30F. Den Köder müsst ihr euch holen und dann levelt ihr hier innerhalb sehr kurzer Zeit. Ihr geht jetzt hier einfach ins Wasser. Ihr könnt hier nämlich ins Wasser gehen, weil das hier sehr flach ist. Hier oben ist auch diese Hängebrücke. Schmeißt einfach komplett raus. Eine Geschwindigkeit hier. 24 oder 28, volle Kanne raus. Und wenn hier die Forellen und die Donaulachse und die Atlantischen Lachse beißen, einfach auf die zugehen. Denkt dran, hier die Bremse nicht zu hoch zu machen. Hier einfach durchkurbeln jetzt mit 28er Geschwindigkeit. Also ich bin hier, keine Ahnung, vielleicht jetzt anderthalb Stunden an dem Gewässer und habe jetzt von Level 7 bis kurz vor 14 somit gelevelt. Ne, ihr braucht hier keinen Drill zu Ende machen. Sobald hier der erste Fisch beißt, drückt ihr einfach Rechtsklick, schlagt halt an. Und wir sehen ja jetzt hier, wenn oben hier das Kunstködersymbol über senkrecht. Wie gesagt, es muss halt grün sein, senkrecht. Und wenn das halt sich dreht, dann wisst ihr, da kommt der Fisch. Ihr seht da hier zum Beispiel auch, könnt auch hier ein bisschen gucken, ob hier einer nachschwimmt, weil die sind immer an der Oberfläche, die Fische, wenn sie nachschwimmen. Wie gesagt, kann halt auch sein, dass ihr hier teilweise 10-mal leer einholt. Aber wenn ihr Fische fangt, dann fangt ihr hier sowas. Atlantischer Lachs 12 Kilo. Bringt richtig viel Kohle. Donaulachs 7 Kilo. Das ist halt Wahnsinn, was die an XP und Level bringen. Also wie gesagt, die ersten Fische, ihr werdet hier mit ein, zwei Fischen immer ein Level machen. Also das ist absoluter Hammer. Jetzt wie gesagt, jetzt gucken wir einfach mal, bis hier der erste Biss kommt. Wie gesagt, Bachforellen beißen hier. Donaulachs, Atlantische Lachse auf den Köder. Das sind auch die Fische, die hier, glaube ich, am meisten XP und Geld bringen. Kann ich nachher auch noch einen Skill zeigen, wenn wir hier Level 14 sind. Wird nicht lange dauern jetzt. Ein, zwei Fische noch, dann bin ich Level 14. Und mit dem Skill könnt ihr zum Beispiel euren Kescher doppelt so schnell leveln. Macht halt auch viel Sinn. Wie gesagt, hier muss man halt ein bisschen Geduld haben. Paar Mal durchkurbeln. Und wenn der Fisch wirklich nachschwimmt, hört auf zu kurbeln. Also wenn der Fisch hier nachschwimmt, der kommt halt den Köder hinterher geschwommen. Einfach warten, dann beißt er zu und dann drückt ihr halt linke und rechte Maustaste. Kurbelt halt ein bisschen schneller ein. Ihr könnt hier übrigens auch hier den Zug und die Geschwindigkeit, seht ihr hier rechts bei mir, kann ich halt hier mit der Mausradtaste wechseln. Dass ich erst die Geschwindigkeit einstelle und danach auf die Bremse gehe und dann hier die Bremse einstelle, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier einer nachschwimmt. Oh ja, hier hat einer gebissen. Oha, müssen wir hinterher. Oh, oh, oh. Okay, jetzt machen wir erstmal hier. Jetzt einfach hinterher, ein bisschen pumpen hier. Einfach hinterher gehen. Maximale Einholgeschwindigkeit. Ihr braucht jetzt auch auf die Bremse nicht weiter achten, alles gut. Ihr müsst jetzt halt nur ein bisschen pumpen, damit der Fisch halt hier nicht wegschwimmt. Und erstmal ein bisschen Druck aufbaut. Der ist auch echt gut, das ist ein großer Fisch. Sonst wäre der nicht so hart in der Bremse. Jetzt halt einfach auf ihn zugehen. Wenn ihr jetzt hier bei 2-3 Meter seid, wie gesagt, rechte Maustaste drücken. Dann cashet ihn hier, er fängt schon an. Er fängt schon an. So, haben wir Level Up, glaube ich. Ja, 7 Kilo Donaulachs. Bringt jetzt hier. Oh, reicht noch nicht ganz zum Level Up, glaube ich. Brauchen jetzt noch. Ah, ne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt könnt ihr hier entweder zurückgehen. Oder ihr portet euch halt hier
zu Spot 3. So mache ich das immer. Und gehe dann wieder rein. Ja, und so fange ich hier quasi meine Fische. Sieht auch wirklich schön aus, das Gewässer. Ja, und in Kiel geht es halt dann genauso weiter. Wenn ihr in Kiel seid, macht ihr halt einen bestimmten Köder drauf. Fangt halt zum Beispiel diesen Kabeljau. Und wenn ihr da so ein 30, 35 Kilo Kabeljau habt, macht ihr halt 1000 Dollar und 1000 XP. Ne, mit einem Fisch. Und das ist dann halt, wir machen wieder auf 24. Und das ist dann halt wirklich Wahnsinn. Ne? Also ihr levelt auch in Kiel relativ schnell. Weil diese Kabeljau bringen so viel Geld und so viel XP. Genauso wie hier die Bachforellen, die Donaulachse und die Atlantische Lachse. Also man könnte, glaube ich, wirklich, wenn man jetzt ein bisschen Zeit investiert, da kommt der nächste Fisch, wir warten. Hat gebissen, anschlagen und drauf zu. Einfach drauf zu. Und also könnt ihr wirklich, glaube ich, in 2-3 Tagen, oder sagen wir mal in 3 Tagen, könnt ihr wirklich bis nach Thailand durchleveln. Denke ich, das sollte machbar sein. Da 11 Kilo Atlantischer Lachs. Ja, reicht noch nicht ganz für Level Up. Aber fast 300 XP. Nehmen wir mit. Ich guck mal gerade, wie viel wir jetzt drin haben. Und schon mal wieder verkaufen. Und ihr braucht ja auch nur diesen einen Köder. Also ihr braucht hier nicht irgendwie einen anderen Köder. Nur dieser eine Köder. Schnur reicht auch, wenn ihr einmal die Mono Dark kauft. Ich habe jetzt zwar nur noch 109 Meter drauf. Aber das reicht eigentlich hier. Die Mono Dark einmal. Braucht ihr auch nicht alle paar Level hier neu kaufen. Ja, und so level ich hier quasi durch. Easy going. Wie gesagt, ich bin jetzt im letzten Level. Ab Level 14 kann ich nach Kiel. Das werde ich auch direkt tun. Eventuell werde ich mir dann nochmal eine neue Route kaufen. Da muss ich aber nochmal gucken, was ich da kaufe. Und eventuell, und dann natürlich neue Schnur, klar. Und halt den neuen Köder. Eventuell ein neues Vorfach würde ich mir auch noch kaufen. Ja, aber wir haben ja 5000 Dollar, ne? Da können wir auch mal ein bisschen was ausgeben. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch was beißt. Wie gesagt, es kann halt manchmal sein, dass ihr wirklich hier so 10 Auswürfe macht und nichts fangt. Aber dann kann es auch wieder genauso sein wie jetzt, was ihr gerade gesehen habt. Hier 2-3 Auswürfe, 2-3 Fische. Ja, das ist halt hier ein bisschen unterschiedlich. Weil ich glaube, bei dem Spiel ist das nämlich so, dass die Fische halt, auch wenn ihr die im Wasser seht, dass die Fische, die beißen, halt trotzdem spawnen, wenn ihr reinwerft, ne? Und wenn ihr halt den Köder jetzt durchs Wasser führt oder so, dass die dann halt irgendwo spawnen und dann halt angeschwommen kommen, ne? Also so habe ich jetzt quasi meine, also so ist meine Einschätzung hier. Aber meistens die Fische, die hier beißen, wenn wir jetzt mal hier auf die Kamera gehen, die Fische, die hier mit dem Pfeiltasten hoch und runter hier, könnt ihr rein und rauszoomen. Und die Fische, die hier lang schwimmen, sind meist nicht, also wenn ihr jetzt zum Beispiel den Köder jetzt an einem Fisch vorbeizieht, ne, der hier rumschwimmt, hier da hinten zum Beispiel da ein oder so, die Fische werden nicht beißen. Meist ist halt, sieht man das halt so, es spawnt irgendwo ein Fisch und der schwimmt dann drauf zu oder der beißt dann halt, ne. So ist jetzt meine Einschätzung. Ja, der hier zum Beispiel. Guck mal, wir haben den direkt davor und der beißt halt nicht, ne? Und der hier auch zum Beispiel. Die beißen halt nicht. Also die sind halt einfach nur so, ja, in der Grafik-Engine drin. Quasi als, ne, Grafikanimation im Gewässer. Aber das sind halt nicht die Fische, die beißen. Oh, da ist einer nachgeschwommen. Oh, eine Bachforelle. Ah, schade. Das habe ich nicht gesehen. Weil da wirklich einfach nur den Köder im Wasser liegen lassen. Wenn ihr seht, hier schwimmt einer nach. Einfach nur anhalten. Ich habe es jetzt halt zum Ende nicht gesehen, dass der nachgeschwommen ist. Ich habe ja auch so einen kleinen Soundbug, wenn ich hier in der Außenansicht bin. Ihr seht das jetzt halt jetzt ein bisschen weiter weg. Wir können da mal zoomen. Wenn jetzt einer hier hinten lang schwimmen würde, hinterher schwimmen würde, dann einfach nur liegen lassen den Köder. Aber da kommt auch gerade keiner hinterher hier. Ja, wie gesagt, einen Biss haben wir gerade versaut, weil hier einer nachgeschwommen kam, den ich nicht gesehen habe. Ich würde sagen, einen Fisch nehmen wir noch mit. Ich glaube, wir brauchen noch 2-3 Fische brauchen wir noch bis Level Up. Aber dann wisst ihr schon mal,
wie ich hier gelevelt habe, wie ich das hier mache. Wie gesagt, das war im Playtest halt auch so, dass wir hier an dem Gewässer halt den Fischen halt hinterhergelaufen sind. Dass wir die halt nicht zu Ende gedrillt haben. Das wird natürlich in Kiel dann anders sein, ne? Also in Kiel, da kann man halt nicht ins Wasser gehen. Da ist halt sehr tief. Beziehungsweise da funktioniert es halt nicht, dass man ins Wasser geht. Und da müsst ihr die Fische schon zu Ende drillen. Deswegen, da braucht man dann schon ein bisschen bessere Ausrüstung. Zumindest halt bessere Schnur und bessere Rute. Weil die Rute hier mein zweitschwächstes Glied ist. Die Rolle, das geht immer noch. Rolle muss man sich dann später neu kaufen. Da gibt es dann zum Beispiel eine Rolle, die kostet mir 6.500. Ne? Die sollte man dann schon sich irgendwann holen. Ja, mit den höheren Leveln schaltet man ja auch neues Equipment frei. Und ja, Rollen sind halt das teuerste hier im Spiel. Eigentlich wie in fast jedem Angelspiel. Ne? Mal sehen, ob da jetzt was kommt. Oh ja, da kommt was. Guck, da kommt er angeschwommen. Jetzt beißt er gleich. Jetzt hat er gebissen. Aber der ist natürlich jetzt noch 20 Meter, geht er noch. Einfach wieder hinterher. Er hat maximal eine Geschwindigkeit, damit er nicht ausschlitzt. Ein bisschen die Rute anheben, damit man ein bisschen pumpen kann, damit er nicht so weit wegschwimmt. Da wieder 10 Kilo Atlantischer. Auch wieder, oh, 250 XP. Guck mal, jetzt brauchen wir zum Beispiel bloß noch ein, zwei Fische und dann sind wir Level up. Wie gesagt, der Level-Abstand, der steigt ja mit dem Level, ne? Also ihr braucht ja immer mehr XP, denn ich glaube, als ich hier ankam, brauchte ich irgendwie 700, 800 XP oder so. Oder 600 oder so. Und jetzt brauche ich ja schon 1600, ne? Deswegen am Anfang levelt hier man natürlich ein bisschen schneller. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich lang gespielt, das Spiel. Also ich habe einmal im Livestream, da war ich aber noch Level 1. Da habe ich, ja, keine Ahnung, auch nicht wirklich XP gemacht. Da habe ich halt nochmal, also stimmt, ich habe halt nochmal neu angefangen, stimmt. Zum Start des Early Access wurden wir ja zurückgesetzt, stimmt. Da war ja auch das mit dem Tutorial, genau. Also habe ich jetzt insgesamt gespielt, wenn wir mal die anderthalb Stunden Livestream abrechnen, bin jetzt so bei 7,58 Stunden. Also bin ich jetzt quasi fast bis Level 14, also bis Kiel habe ich jetzt gebraucht, bis Level 14, ja, sagen wir so 5 Stunden, 5, 6 Stunden vielleicht, wenn überhaupt. Ja, und das ist ja nicht viel, ne? Also ich sag mal, 5, 6 Stunden für sag ich mal, Mid-Level-Bereich. Ne? Also ich sag mal, ich denke, die werden das hier auch balancen, dass das hier, dass man ein bisschen mehr grinden muss quasi, dass man mehr Fische fangen muss, ne, mehr Geld auch machen muss und so weiter. Ich denke, das werden die hier noch anpassen. Ich glaube, im Early Access wird es da noch etliche Anpassungen geben. Ist natürlich die Frage, übernehmen die jetzt den Fortschritt zum fertigen Release? Das ist natürlich eine interessante Frage, ne? Ich sag mal, weil normalerweise wurden die Fortschritte ja schon übernommen, ne? Ich meine, es ist zwar jetzt Early Access, aber boah, ich würde, glaube ich, sagen, wenn sie es nicht übernehmen, puh, bin ich mal gespannt, ne? Wie sie es denn letztendlich machen. Ob es dann irgendwann nochmal einen Vibe geben wird oder so. Weil man kann ja auch mit mehreren Accounts spielen, das ist ja das Gute. Man hat ja hier mehrere Speicherstände. Da kann man ja dann wirklich, ja, nochmal von vorne anfangen. Meinetwegen auf einen realistischen Modus. Oder halt einfach nochmal spielen oder so, ne? So wie man Bock hat. Man hat, glaube ich, drei Profile hier. Deswegen, also. Aber es ist halt schon, also ich finde es halt schon sehr arkadisch. Schöne Fische auf jeden Fall. Auch die Grafik gefällt mir jetzt gerade hier an dem Gewässer wirklich sehr gut. Und macht auch Spaß. Und auch so die neuen Fische alle fangen und so. Ich freue mich halt echt schon auf den Nord-Ostsee-Kanal mit den Kabeljau und den Flunder und so. Schöne Fische auf jeden Fall. Bin auch schon sehr gespannt auf Thailand. Freue ich mich auch schon riesig drauf. Na, jetzt beißt erstmal wieder nichts. Schwimmt, glaube ich, auch nichts nach jetzt. Nichts an der Oberfläche. Holen wir raus, schmeiß nochmal ein.
Aber wirklich fast jetzt den Level-Up-Fisch gleich. Wenn wir jetzt einen richtig guten haben, könnte das der Level-Up-Fisch sein. Ansonsten bräuchte ich halt jetzt zwei Fische noch. Aber die Fliege hier, die hat sich echt bewährt. Übrigens, ich bin hier mit 150 Meter Schnur gestartet. Und jetzt sind wir bei 108 Meter, ne? Also die Schnur nutzt sich halt... Oh, da kommt er. Das ist zwar jetzt nicht mein Level-Up-Fisch, aber glaube ich zumindest nicht. Weil die Bachforellen geben nicht so viel wie ein Donaulachs oder wie ein Atlantischer Lachs. Ich habe vorhin auch schon 10 Kilo Bachforelle gefangen. Aber leider geben die nicht so viel wie jetzt die anderen beiden. Gucken, wie viel wir jetzt kriegen. Aber dann brauchen wir noch einen Fisch. Boah, 10,9. Ist schon eine dicke Bachforelle. Ne? Aber... Ja, doch schon Level 14. Okay, gut. Dann machen wir hier erstmal Schluss, würde ich sagen. Wir gehen Reisen erstmal ab. Gehen erstmal hier noch verkaufen. Reisen schon mal ab. Schalten dann schon mal Kiel frei. Aber wir gehen erst im nächsten Video dann nach Kiel. Ich guck mal gerade, was das kostet. Wie gesagt, hier, ne? Drittletztes Gewässer hier. 180 Angel. Haben wir gemacht. Fähigkeiten, hier kann ich euch nochmal zeigen. Hier zum Beispiel, fortschrittliches Fischnetz erhöht das Level des Fischnetzes doppelt so schnell. Sehr, sehr wichtig. Fische werden 5% schneller müde. Nehmen wir auch. Auch ein schöner Skill. Adlersinne verlängert die Forscherfähigkeit. 10 Sekunden verringert die Abklingzeit auf 2 Minuten. Adlerauge, genau, das ist, glaube ich, wichtig noch. Nehmen wir auch mit. Ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade mal so auf dem rechten Baum ein bisschen fokussiert. Mission gibt es neue. Okay. Gut, das soll es ja erstmal gewesen sein. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge im Nordostsee-Kanal von Kiel. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Tschüss.